and its weakness will just converge in the middle and it'll start to get bigger and bigger and bigger and bigger until bang! Ich sehe mich als Künstlerin, vor allem als Performance-Künstlerin momentan, geht es sehr fest in die Performance rein. Ist auch das Medium, was mich am meisten interessiert, allgemein in der Kunst, Kunstgeschichte. Aber gleichzeitig bin ich ja nicht nur die Performerin, sondern schreibe auch die ganze, meinen ganzen Monolog, meine ganzen Texte und ich mache die Inszenierung. Also es ist wie so ein bisschen eine One-Woman-Show vielleicht. Ich werde jetzt den Böck spielen, dann reiten die Zünfte um den Böck rum und dann wird der Böck angezündet. Und im Moment, wo der Böck angezündet wird, muss man natürlich ganz genau auf die Uhr schauen. Die Performance in Zürich am 16-Leute-Platz, da wurde ich von Performat eingeladen und ich habe eine Tour über den 16-Leute-Platz gegeben, also so wie eine richtige Touri-Tour über den Platz. Immer dem Fähnchen nach. Die Idee von der Performance war es, wirklich die Geschichte von diesem Platz ein bisschen zu erörtern, aber auch mit Fiktionen zu arbeiten, also irgendwelche Elemente einbauen, die nicht stimmen und auch offensichtlich irgendwann nicht stimmen, so ein bisschen diese Fiktion- und Wahrheitsmomente zu erforschen. Improvisation ist schon Teil von der Arbeit, aber normalerweise ist es so oft geübt worden und vorbereitet, dass ich dann nicht mehr so fest improvisiere. Ich muss immer so ein bisschen neue Verbindungen schaffen, neue kleine Cluster. Und so ist dann auch die Performance quasi. Das ist so ein bisschen eine Repräsentation, wie ich performe. And she was the prettiest woman in the whole land. Everyone was jealous of her beauty. So here we are. Just us. The two of us. Just me and me. Oft weiß ich wirklich nicht, was ich mache. Ich glaube, das geht uns ja vielen so. Und ich probiere dann irgendwelche Thematiken zu finden, die mich interessieren. Und dann einfach ganz, 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 ganz viel schreiben. Einfach nicht zu viel denken, was oft schwierig ist. Und lange, lange Texte schreiben und dann diese quasi bearbeiten und immer kleine Kategorien finden und die dann auf interessante Art und Weise verbinden. Und in diesem Prozess überlegen, quasi, wie sollte ich auftreten, dass das jetzt interessant wirken könnte. Also ich finde, die gesprochene Sprache gibt dem Ganzen noch eine zusätzliche Ebene, die mich auch interessiert und ich performe auch gerne. Also ist es auch etwas, so eine Inspirationspunkt für mich, um so weiterzuarbeiten. Seriously, You were so much better at it than me. I was just standing there and I froze. You didn't see me, right? No, I know, it's hilarious. Für mich persönlich ist es extrem wichtig, das eigene Selbst und die Privilegien, die man hat, zu reflektieren und dann ist das so natürlich auch einfach Teil von meiner Performance ist, weil alles aus meinem persönlichen Leben ist, kommt dann irgendwie auch zum Vorschein in der Performance. Tomorrow is another day. And the day after that, and the day after that, and after that, we'll have her happily after that. We'll have her happily after that, we'll have her happily after that for sure. Thank you.